So, da sieht man jetzt einen Colpit-Oscillator, Schwingkreis gebaut, mit so einem selbst verstärkenden, anschauenden Transistor und so einem Reservekondensator. Und da hinten sind die eigentlichen Schwingkreiskondensatoren. Dann geht das hier über so ein angesägtes Soundkartenkabel an die Soundkarte und vom PC. Und hier sieht man die Schwingung, die es gibt. Also so eine schöne Sinusschwingung. Und wenn ich jetzt das Kabel hier wieder abziehe, man hört es kurz pfeifen und dann ist die Schwingung weg. Jetzt tue ich es wieder einstöpseln. Man hört es kurz piepsen und da ist die Schwingung wieder, ja. Also die hier auf die Soundkarte übertragen wird. Danke.